Willkommen zurück auf Adobe Live. Adobe Live auf Deutsch. Tag 3 mit Yvonne. Yvonne Moser. Wie geht's? Gut. Nach 3 Tagen in diesem kleinen Raum mit dem Greenscreen, mit deinem Packaging ganz groß gedruckt hier drin, hier hinten. Ja, war cool. Also mit jedem Mal wird's einfacher. Das Livestream, das gewöhnt man sich daran, dass da schon hunderte Leute da hinter der Kamera sitzen. Okay, Yvonne, bevor wir anfangen, wolltest du schnell vielleicht deine Arbeiten wieder mal zeigen auf deinem Behance-Portfolio und die tue ich dann auch auf im Chat den Link posten. Ja. Ja. Gerne. Ja, ich erzähle einfach. Für die Neuen, die gerade angekommen sind, vielleicht sind auch viele schon zurück von gestern. Das fragen wir dann erst gleich. Aber, okay. Ja. Genau. Also, gestern habe ich auch schon ein Packaging vorgestellt. Das war das hier. Monstee heißt es. Tee für Kinder. Mhm. Genau, es sind kleine Teemonster in Kegelform, die mit Teebeuteln gefüllt sind, wo die Verpackung aber dann später wieder verwendet kann als Pflanzentopf. Genau, weil im Stoff, im Tee ist ein Stoff, der heißt Tein, und den kann man als Dünger verwenden. Und darauf soll das so ein bisschen hinweisen, genau. Und dann habe ich gestern eine neue Sorte gemacht. Bin ja nicht ganz fertig geworden, habe ich noch schnell fertig gemacht. Genau, das ist dann die neue Sorte Apfel. Das ist das Schnittmuster. Was meinst du mit schnell? Wie schnell? Ach so, naja, gestern hat ja nur noch irgendwie das Logo gefehlt und noch ein paar Farben rein. Okay. Genau, also das war dann das, genau, das ist der Boden. Also hier mit dem Logo, was ich quasi nachgezeichnet, also erst analog gezeichnet habe und dann mit Vektoren nachgezeichnet habe. Dann hier das Tee-Etikett und hier nochmal so ein Gesamtüberblick. Das ist der Zaubertee, davon gibt es immer einen in jeder Verpackung. Das ist eigentlich genau derselbe Tee wie alle anderen, aber den soll man halt einen Tag ziehen lassen und als Dünger verwenden. Genau. Und den könnte man auch trinken. Den könnte man auch trinken, genau. So. Dann, super. Also am ersten Tag haben wir diese fantastische Packaging gemacht, die mit drei Dreiecken zusammen magnetisch sich zumacht. Ja, ein Goldbarren quasi mit Quinoa, Amaranth und Chiasamen, also Food Packaging, auf goldenes, kupferfarbenes und silberfarbenes Papier gedruckt. Und das Besondere an der Verpackung ist halt, dass sie sich transformieren lässt, eben mit Magneten, hält es dann in einer anderen Form wieder fest, in so einer Form dann. Und da hinten stehen Rezepte drauf, die man machen kann. Und wenn ihr das alles noch sehen möchtet, also wenn ihr nicht da wart am ersten Tag, am zweiten Tag, ist alles auf adobelive.com, ist unten, ich tue immer die Fahrt, da unten irgendwo ist ein Button, der sagt Replays, und da sind alle Replays von den ganzen Sessionen, die wir bisher hatten. Und wenn die dann weg sind, ist alles natürlich auf dem Adobe Deutschland YouTube-Kanal verfügbar auch. Da wird alles abgesichert. Genau. Und heute werde ich mich dieser Verpackung nochmal widmen. Terra Coco. Und zwar habe ich mir da ausgedacht, dass es ein Erdeis sozusagen gibt. Das ist Kokosfasererde. Mit einem Stiel dran, wo drauf steht, was für eine Sorte es ist. Ein Stiel auf einen Makaron. Jetzt bin ich aus dem Konzept. So. Tut mir leid. Genau. Also es sieht aus wie ein Eis, deshalb ist die Verpackung auch poppiger gestaltet, angelehnt an Eisverpackungen. Und genau, hier ist die Funktionsweise. Man steckt das Produkt quasi falsch rum in den Topf rein, macht Wasser drauf, kann seine Samen drauf machen und dann wächst da dementsprechend, was man gekauft hat, Salbei, Rosmarin oder Thymian. Genau. Und da werde ich heute, je nachdem, 2 bis 3 neue Sorten machen, mal schauen, und dann noch vielleicht eine Umverpackung für 3 Sorten auf einmal, also quasi einen Quader. Habe ich auch eine Skizze dazu. Kurz zeigen.
genau, schnell eine Skizze gemacht, also dass quasi drei hintereinander zusammen in einem Karton nochmal verpackt sind. Okay. Als, ja, zusammen, genau, jedes Schnittmuster. Das hast du alles in einem Skizzenbuch? Ja, genau, also Skizzenbuch oder auf so Zetteln, auf kleinen, die fliegen immer mal rum. Da war schon eine Frage vom Patrick Pagels. Wann und wie werden die Gewinner für die angesendeten Arbeiten bekannt gegeben? Am Freitag. Und das macht alles der Michael Schales. Also der wird die Gewinner kontaktieren. Also was für Gewinner, werde ich euch fragen. Alle die heute und gestern und vorgestern Arbeiten angeschickt haben auf Twitter oder Instagram mit dem Hashtag Adobe Live, können da mitmachen. Und der Michael wird 10 Gewinner am Freitag announcen. Bekannt geben. Und wenn ihr da, also er wird die Gewinner direkt kontaktieren, aber wenn ihr das verfolgen möchtet, sein Twitter-Handle ist mchaiz. mchaize. Okay? Vielen Dank, dass ihr mitmacht. So, genau. Ja, ich habe die auch nochmal mitgebracht. Die GoPro ist die wahrscheinlich. Ja, das macht aber nichts Sinn. Also es ist, man hört es, es ist so Transparentpapier und es ist auch leicht transparent. Genau. Und hier unten sieht man auf den Fotos. Also sind da alles nur Prototypen, habe ich das mit so einer Zickzack-Bastelschere nochmal zugeschnitten, dass es ein bisschen cooler aussieht noch. Genau. So. Ja. Dann erkläre ich nochmal kurz so den Werdegang von dem Projekt. Also erst habe ich wie immer Skizzen gemacht, hier ist ein kleiner Auszug. Also es ist am Anfang eigentlich nie so, wie man es am Ende dann hat. Also hier sieht man zum Beispiel, während es so dreieckförmige Sticks gewesen aus Erde, wo Samen integriert sind. Mhm. Die ich als Tafel hätte verpacken können zum Beispiel. Dann hatte ich hier ja schon so eine ähnliche Zeichnung, dass man es in den Topf steckt, Wasser drauf, also auch aus Kokosfasererde. Und dann wächst was daraus. Und dann bin ich eben auf diese kleinen Pads gestoßen, habe die gesehen. Und aber die Kaffeepads? Nee, Kokosfasererde-Pads. Ah. Diese hier. Ja. Kaffee? Ah, die sehen auch förmig wie diese Kaffee. Ach so, ja, stimmt. Ja, schmeckt bestimmt nicht so gut. Genau. Also hier sieht man schon ein bisschen, dass ich mir da dann schon gedacht, okay, es sieht aus wie ein Eis, wenn ich einen Stiel reinstecke und den Stiel habe ich, in den Stiel habe ich dann die Sorte reingelasert. Das heißt, wenn der Stiel drinsteckt, umgekehrt, dann sieht man immer, was man gepflanzt hat. So, im Endeffekt sieht das dann so aus, die Grafik dafür, also die Funktionsweise. Und dann habe ich mir erstmal wieder Moods zusammengesucht. Also hier sieht man schon eher knallige Farben, habe auch geschaut, wie sehen andere Eisverpackungen aus. Genau, so ein kleines Moodboard gewesen. Und die also ich glaube, diese Moodboards sind super wichtig, weil aus dem Nix kommt Nix. Ja. Also man muss schon, die Inspiration kommt ja von irgendwo, oder? Ja. Also es hilft schon, man muss ja auch schauen, was gibt es denn schon. Ich habe ja hier zum Beispiel auch sehr viel Eisverpackungen, habe ich ja schon rausgesucht und daran kann man halt nochmal austesten, was gibt es noch. Also hier zum Beispiel habe ich dieses Transparente aufgegriffen, weil ich das ganz schön fand, aber fand das Etikett dann irgendwie blöd, weil es draufgeklebt war. Genau, hier fand ich einfach die Farbkombination ganz schön. Hier, dass der Stiel rausguckt, zwar auch mal eine Idee, ob der Stiel noch rausgucken soll bei der Verpackung oder nicht. Genau, und hier ornamentale Illustrationen als Moods. Genau. Und die Druckbögen dafür sahen dann so aus. Also das hier ist vorne, das ist hinten. Dann habe ich das hier in der Mitte geknickt und zusammengeklebt. Genau, so. Und so. Ich liebe die Farbkombination. Ja, die sind sehen schon irgendwie ein bisschen schmackhaft aus, so wie Eis halt aussehen soll. Genau. So,
Genau, also ich habe mir dann jetzt mal schon ein paar Sorten zusammengesucht. Einmal Minze, also habe ich mir einfach Bilder aus Google rausgezogen, die ich dann also mit einem Vektorpfad nachziehen werde. Und Petersilie und Schnittlauch. Schnittlauch hat auch eine Blüte, die schaut so aus. Mal gucken, ob wir die dann auch mitverwenden. Genau, so. Und Amagan-Videos gucke ich mir sicher an. Das mich auf Facebook kontaktiert. Gut, lese es mir dann. Genau, so, hier sehen wir schon die Vektordateien für die anderen Sorten. Also das hier war Salbei, das war Rosmarin und das hier Thymian. So, und da lade ich mir jetzt auch die anderen rein. Mache mit Shift-O, erstelle ich eine neue Zeichenfläche. Alt gedrückt halten und nach unten ziehen, dann kopiert es mir alles. Und die brauche ich nicht mehr. Lösche ich raus. So. Die Bildertante fragt dich, gestern die Monsti-Verpackung ist ja nicht im Umlauf. Du hast mehrere Verpackungen designt. Sind die alles noch Arbeiten, wo du jetzt auf Abnehmer wartest oder ist auch schon irgendwas von dir auf dem Markt? Also es ist noch nichts auf dem Markt. Aber das, was ich jetzt hier gerade mache, das Terra Coco, also da habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht echt ja, produziert werden kann, weil es gar nicht so, also ich stelle es mir jetzt nicht so aufwendig vor, da irgendwie so einen Schlitz reinzumachen und einen Stiel reinzumachen, genau. Und habe da auch schon verschiedene Leute kontaktiert, die irgendwie im Gartenbereich oder so tätig sind, ob die da was wissen und ist gerade am Laufen, aber noch nichts sicher, genau. Und die Monsti gibt es leider nicht. Kann ich auch noch mal schauen. Glaube aber, dass es sehr aufwendig ist. Aber wer weiß, vielleicht Weiß. findet man Und jemanden. Kinglo fragt mal eine Frage an beide Streamenden. Habt ihr Mediengestaltung oder etwas Ähnliches studiert? Ich habe Kommunikationsdesign studiert in Würzburg und bin letzten Sommer fertig geworden. Genau. Dann eben Gleich selbstständig gleich gemacht selbstständig mit fünf mit fünf anderen. anderen, genau. Haben ein Designbüro in Würzburg, da wo wir studiert haben, aufgemacht. Bungalow Kreativbüro. Und sind fleißig am Arbeiten schon. So. Nico, ich habe deines auch gesehen. Danke. So. Jetzt lade ich mir die hier einfach mal rein. Mache eine neue Ebene für Vorlagen. Dann kann ich hier in einem kleinen Punkt ziehe ich die einfach darüber. Die zwei, jetzt sind sie rot. Doppelklick und Vorlage. Dann werden die Bilder abgeblendet und ich kann besser nachzeichnen. Genau, das sind die oben. Jetzt auch mal eine neue. Die Julia sagt, super interessant. Das heißt, du denkst die Verpackung aus ohne Auftrag. Ja, Und das dann? war eine Semesterarbeit, beziehungsweise ein Viertel der Semesterarbeit, weil wir hatten einen Verpackungsdesignkurs an der FH und mussten da innerhalb von 4 Wochen immer eine Verpackung gestalten mit einem Überthema. Mein Überthema, ich habe mir Energie gewählt, weil man da ziemlich breit gefächert eigentlich arbeiten kann. Genau, und dann kamen eben diese 4 Sachen raus. Also Terra Coco, kannst du noch mal kurz zeigen. Monsti, genau. Aura Water Packaging, das ist eigentlich Wasser. Es gibt Leute, die trinken Wasser nur mit Edelstein, mit Trinkwasser-Edelstein, weil die nochmal eine besondere Energie abgeben. Bisschen esoterisch angehaucht, genau. Und das ist eher so ein Projekt, wo viel mit dem Material gearbeitet wurde, mit Glas, mit Gravur. Und da gibt es auch mehrere Varianten von. Also habe ich einfach mal ausprobiert. Hier zum Beispiel habe ich unten ein Loch reingelasert und habe mit dem Reagenzglas habe ich dann, also im Reagenzglas habe ich die Steine rein und habe das dann da rein in die Flasche unten zugeklebt und mit einem Silikonverschluss kann man das dann zumachen. Aber man kann es auch wieder aufmachen und die Edelsteine rausnehmen. Sind super viele Fragen für dich da. Wie Okay. geht das? Wie gehst du da vor, wenn du ein neues Packaging Design am Mann bringen möchtest? An Mann bringen möchtest. An den Mann bringen möchte. Ich weiß nicht, was das heißt. An den Markt vielleicht? Ich weiß nicht. Ist das autocorrect? Ah, okay. Ja,
Also einfach, wenn ich jetzt ein neues Packaging mache. Ja, also der Prozess ist eigentlich derselbe. Ich überlege mir erstmal zu dem Produkt, zu was man eine Verpackung machen soll, ein Konzept. Und dafür lässt man sich eigentlich viel Zeit, weil die Idee dafür ja also das Wichtigste ist, wenn man eine innovative Verpackung machen möchte. Man muss ja auch schauen, hat die Verpackung Mehrwert vielleicht oder sowas. Und genau, dann werden viele Skizzen gemacht, rumprobiert, dann Prototypen gebaut aus verschiedenen Materialien. Das wird bei Verpackungsdesign auch sehr wichtig. Man muss auch immer wieder ausdrucken, schauen, passen die Größen. Wenn nicht, dann wieder neu. Vielleicht kommt man dann noch mal auf andere Sachen. Ja, dann, wie gesagt, sucht man sich Moods raus und versucht dann irgendwie ein Design hinzubekommen. Und beim Packaging ist halt auch die Frage, gibt es dafür dann schon ein Logo? Weil dann fällt es auch ein bisschen mit in CI rein, also Corporate Design, Corporate Identity. Das kommt ganz drauf an. Ja, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Hendrik fragt, wo findest du denn deine ganzen Mockups? Wahrscheinlich Mockups. für die Schachteln und so. Ach so, Zeichnest du wahrscheinlich selbst? also die Fotos da, die habe ich ja alle selber gemacht. Also die wurden ja wirklich von mir produziert, die habe ich selbst gemacht. Und ansonsten, also viele machen es ja mit dem 3D-Programm, was sicherlich auch ganz gut ist. Ich habe das eigentlich überhaupt nicht gemacht, sondern habe immer analog ausprobiert, weil ich auch gerne mal weg vom Rechner bin. Und ja, einfach das dann in der Hand haben möchte und sehen will, wie groß die Dimension ist. Und ansonsten, ja, entweder muss man sich selber irgendwie hinbauen oder man macht zum Beispiel, schneidet sich ein Papier aus oder holt sich das Transparenzpapier zum Beispiel, macht sich die Form, legt es hin, fotografiert sie ab und dann kann es ja reinschauen. Genau. Natürlich wäre das Ausschneiden auch in Photoshop möglich, aber in diesem Fall ist alles mit Vektoren gemacht, deshalb ist Illustrator natürlich die gute Wahl. Genau. Also ich nehme dann auch immer mal einzelne Elemente aus dem Bild quasi raus und kopiere mir die dann, weil das dann noch ein bisschen mehr Dynamik reinbringt. Also man sieht es hier ganz gut. Hier zum Beispiel habe ich hier die kleinen einzelnen Blätter nochmal rausgenommen oder hier auch. Genau.
gehe ich auf den Pathfinder und füge die Form zusammen. Benutzt du jeden den Snell-Tool da? Welches? Hast du es schon Pathfinder drauf getan? Ja. Okay, mach Command-Z. Okay, mit diesem Tool hier. Zeig ich schnell. Wo ist das? Das ist mein Lieblingstool. Shaper-Werkzeug. Mhm. Das ist der neue Pathfinder. Ups. Nein, schließen. Oh, das ist das erste Mal, dass du das aufmachst. Ja. Okay. Kannst einfach sagen, okay. Ups, warte. Shaper Tool. Habe ich das genommen? Ja. Ah, nicht Shaper Tool. Warte. Nicht Shaper Tool. Warte. Wo ist das Tool? Sinja. Shape Builder Tool. Formenerstellungswerkzeug. Kennst du das? Ja. Mach mal schnell Command. Damit, ja, genau. Mit diesem Tool, siehst du, da kann ich sagen, okay, die gehen zusammen. Boom. Ja. Das ist auch ganz cool, um Sachen rauszuschneiden aus Formen, ganz schnell. Alles, was du mit dem Pathfinder machen kannst, kannst du auch mit diesem Tool machen. Damit. Ja, sehr gut. Wieder was gelernt. So. Es gibt auch noch eine andere Methode, das zu machen. Man könnte es auch mit dem Bildnachzeichner eigentlich machen. Mhm. Auch wenn es weniger präzise oder Punkte. Ja, also es kommt darauf an, es kommt auch auf die Bilder an, die man dann aus dem Internet sieht. Wenn die halt sehr pixelig sind, dann wird es ungenau. Weil manchmal hat man ja nur kleine als Vorlage. Die Julia sagt, ich finde es interessant zu sehen, dass auch Profis sich Vorlagen aus Google holen. Ich dachte bis vor kurzer Zeit noch, all diese Sachen sind mühsam von Hand gezeichnet. Naja, irgendwo muss es herkommen. Kommt drauf an. Ja, genau. Ja. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, Julia. Ja, oder ich könnte es auch analog zeichnen, quasi. Und einscannen und dann auch mit dem Bildnachzeichner vektorisieren. Haben wir ja bei MOOC auch ausprobiert. Das hat eigentlich auch einen ganz guten Effekt. So. Wir haben auch gestern gesehen, wie die Lara zum Beispiel ihren Elefanten ganz skizziert hat in ihrem Skizzenbuch und dann das als Vorlage benutzt hat. Mhm. Das geht natürlich auch. Aber wie heißt das wieder? Das ist nicht... diese Blätter sind... Minze. Das sind Minzeblätter. Schon wieder, okay. Ja. Aber es wird keine Frage über Minze geben. Minzeblätter, ja,
ist schon gut, das einfach zu tracen. Aha, Sandra. Für den nächsten Stream würde ich mal auch das Designen von Mustern brennend interessieren. Mhm. Aha, das haben wir am ersten Tag gemacht. Also Replays angucken. Wie bitte? Ah ja, auch natürlich, ja. Und wir haben auch ein Programm auf mobilen Geräten, das heißt Adobe Capture. Und damit kann man ganz, ganz schnell auch Muster kreieren. Furja, willkommen zu Adobe Live. Wir machen gerade ein Packaging für, das erklären wir vielleicht wieder in ein paar Minuten, für ein Packaging mit Yvonne Moser. Ah, das Chat antwortet auch alleine. Ist alles autonom geworden. Keine Moderatoren mehr. Nein, Sandra, nicht jetzt auf YouTube gehen. Mitschauen, wie was jetzt heute passiert und live hier bleiben. Das Replay kannst du dir ja jeden Tag an anderen Tagen angucken. Bald ist ja Wochenende. Kannst ein 24 Stunden Marathon binge watching. Gibt es das auf Deutsch? Binge watching? Ja, man kennt's. Achso, ja, den Begriff. Gute Frage. Binge. Ja, und die Lara Wilken kommt wieder um 16 Uhr. Von 16 Uhr bis 18 Uhr. Danke, Sebastian Zille. Das machen wir bestimmt. Die Katzenmusik. Also. Wo sind meine Katzen-Emojis? Ist sie wieder da? Ja. Also, Watching auf Internet heißt auf Deutsch Koma glotzen. Koma. Ah, also Binge-Watching auf Deutsch ist Koma glotzen. Das sagt keiner, nein. Das sagt nur Wikipedia. Oi, oi. Also du kannst Adobe Live Koma glotzen. Für 24 Stunden, ja. Weil am Ende dieser drei Tagen haben wir 8 Stunden pro Tag Stream gemacht. Und das sind 24 Stunden. 24 Stunden Kreativität und coole Sachen, die wir hier aus Paris gestreamt haben. Mhm. Ja, Serienmarathon hört sich besser an als Koma-Glotzen. Ja, und vorher, wir werden sicher auch Motion Design Livestreams machen, mit Animation und so, mit Animator, mit After Effects, Premiere. Die Nachfrage ist groß, ne? Wie bitte? Die Nachfrage ist groß. Ja, die Nachfrage ist groß. Also René Türkheim fragt, was mich noch wirklich interessiert, da ich auch seit Jahren Packaging Design mache, wie kommst du auf deine Aufträge, Yvonne? Auf meine Aufträge? Mhm. Also Packaging haben wir jetzt noch keine Aufträge. Also ich bin ja jetzt gerade in einer Agentur, die wir selber gegründet haben. Mhm. Und die gibt es seit September, Oktober letzten Jahres. Und wirklich Kundenakquise betrieben haben wir eigentlich nicht. Wir haben viele Interviews geführt, dadurch, dass wir da in diesem unterstützten Coworking Space von der Stadt sind, kam da auch gleich dann irgendwie die Zeitung und hat ein Interview gemacht. Dann Video-Interviews, dann waren wir auf einer Messe und haben Stand gehabt, also eigentlich alles so mitgenommen. Und dadurch kamen eigentlich die ganzen Aufträge. Und auch die Designpreise. Designpreise, ja. Designpreise, ja. Locken natürlich auch an, das stimmt.
Behance, also über Behance habe ich auch schon viele Anfragen bekommen, auch für Packaging Design. Und durch Genau. Behance hat Yvonne die Anfrage bekommen, hierher Genau. zu kommen, Ja. weil ich die Yvonne auf Behance gefunden habe. Ja, genau. Und durch Behance kamen auch wieder viele, na, wie nennt man es, Publishers, also Verlege, die ein Magazin gemacht haben oder ein Buch über Packaging Design oder CI oder sowas. Und genau, dann wurde das da ganz viel abgedruckt und dadurch kommen halt natürlich auch wieder Leute auf einen zu. Und Lenny Davis fragt, wieso streamt ihr aus Frankreich und nicht aus Österreich oder Deutschland oder der Schweiz? Warum nicht? Weil im Moment haben wir das unser Livestream-Studio hier in Paris. Wir haben eins in Paris und eins in San Francisco. Und eigentlich machen wir zwei Livestreams, zwei, 3 Tage lange Livestreams pro Monat auf Englisch. Eins machen wir aus Paris, eins machen wir aus San Francisco. Sonst müssten wir eigentlich zweimal pro Monat nach San Francisco fliegen. Das ist auch nicht so cool. Deshalb haben wir ganz, ganz schnell ein Studio hier in Paris aufgemacht. Und natürlich, wenn es in Deutschland so viel Interesse gibt für Livestreamen, warum nicht auch ein Studio in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich? Ja. Ja, ups, da muss man jetzt hin. Ja, Julia, ich habe gute Geschichte da von einem Designer in Ägypten, der ein Behance-Profil hatte. Und eben durch dieses Behance-Profil hat eine Agentur seine Illustrationen gefunden. Hat gesagt, oh, das sind super Illustrationen. Und so eine Illustration bräuchten wir auch, hat die Agentur gesagt. Haben den kontaktiert über Behance. Und der hat dann als Freelance von Ägypten die Cover von dem letzten Pink Floyd Album gemacht. Ja. Nice. Cool. So. Jetzt kann ich ausblenden. Ja, Sandra, wir können schon eine kurze Bilanz ziehen, wie das Stream gegangen ist. Das Stream ist extrem gut gegangen. Viel, viel besser, als ich mir in meinen wildesten Träumen vorgedacht habe. Deshalb sehr wahrscheinlich machen wir bald wieder andere. Naja, und eben das ist doch cool, nach Paris zu kommen, oder? Ja, Ja, auf jeden oder? Fall. Ich war Ist ja nicht noch nie dasselbe, hier. wenn es in, ich weiß nicht, irgendeiner deutschen Stadt. Eben, da wollte ich keine Stadtnamen sagen. Sonst fängt da an, da im Chat, da, hey, ne, was sagst du, Rufus? Jetzt habe ich die Minzeblätter fertig und kann die in meine Vorlage, die ich hier schon mal gemacht habe, die einfache, genau, hier Vorderseite, da Rückseite. Sperre die Ebene erstmal und lade mir die rüber. So, genau. Und jetzt ändere ich erstmal die Farben. Würde jetzt hier bei Minze in so ein Mint. Ja, jetzt kommen schon Städtenamen für das nächste Livestream. Kannst du mal mit Wasser geben, bitte? Mint und Danke. Aber das Schöne für die Streamer, wenn die in Paris sind, die sind 2 Stunden mit uns und dann ist Juhu! Freizeit. Eiffelturm, Louvre, Montmartre, Café, Croissant, Baguette. Macaron.
Macaron. Ist doch wild, diese Packaging, die für die Macarons machen, oder? Hm. Ist fast wie Schmuck. Stimmt, ja. Ist das von... Das ist davon von dieser Patisserie, die ich gestern gesagt habe. Ah, ja, okay. Ja, cool. Sehr lecker. Hm. Ja, gleich. So. Jetzt habe ich alle Elemente, die ich dann gleich dupliziere, aber ich setze mir jetzt erstmal das Logo rein. Genau. So, das Logo ist eine Font. Und zwar ist es die... Wie heißt sie? Phosphat Inline. Die fand ich ganz schön, weil die so ein bisschen, auch ein bisschen poppiger noch ist. Und ganz gut zu dem gesamten Packaging passt. Genau so. Ja, weniger Zeilenabstand. Und ein bisschen mehr Laufweite. Na, so viel vielleicht auch nicht. 50. Und jetzt schaue ich noch, dass die Typo ein bisschen ausgeglichener ist. Hier fliegt zum Beispiel das A schon ganz schön weg. Kann man ein bisschen näher ranholen. Das T noch weiter weg. Nee, das machst du alles optisch. Wie genau, das gut aussieht. Genau. Achso, Shortcuts sind für Kerning. Man geht zwischen die Buchstaben und drückt Alt. Und für weniger Abstand die linke Pfeiltaste und für mehr Abstand die rechte Pfeiltaste. So geht es eigentlich ziemlich schnell. Genau. Ne? Hallo. Ich weiß auch nicht ganz genau, mit welchem Programm kann ich Bilder und Animationen vom Mac auf Instagram hochladen. Gibt's dann? Da gibt's bestimmt Programme. Ja, gibt's. Aber ich habe auch eins hier irgendwo auf dem Computer, aber... Ja? Ja. Lassen wir mal die Senja für Sie das für Sie googeln. Ich nehme mal Macaron. Also das lasse ich dir, das hast du gern, ja? Ich habe noch gar keins probiert. Ah, okay. Mach ich gleich mal. Medium. So. Okay. So, und jetzt schiebe ich die verschiedenen Elemente einfach ein bisschen rum und schaue, dass das schön, wie nennt man, ornamentisch, nee, ornamental aussieht. Genau, und dann kann man die immer mal spiegeln, kleiner machen, sodass ein bisschen Varianz reinkommt. Sind sie eingeschlossen? Ja. Die Türe hat sich gerade geschlossen. Yvonne, tut mir leid. Für immer gefangen bei Adobe. Ja. Jetzt müssen wir einfach weiter streamen. Mittagessen tun wir nie, also ich nie. Die Gäste sind da für 2 Stunden und können sie machen, was sie wollen. Aber nein, Rufus isst nicht. Also ich setze das erstmal alles so rein und mache später dann eine Schnittmaske.
dass man auch sieht, was noch alles übrig ist. Hier am Rand ist dann alles weg. So. Gute Frage, René Türkheim. Seit wann essen Designer überhaupt? Frühstückst du? Ja. Ja? Ja. Okay. Also gut, kommt auch drauf an, ob Wochenende ist oder nicht. Weil ich mag eigentlich schon gerne, wenn man so ein Buffet zum Frühstücken hat, also ganz viele verschiedene Sachen. Aber das kann man unter der Woche ja nicht machen. Deswegen wird es dann meistens nur Müsli mit Joghurt und Früchten. René Türkheim sagt, es ist aber schön zu sehen, dass du aus dem Bauch arbeitest. Es muss nicht immer goldener Schnitt sein. Mhm. Nein, muss es nicht. Ja, da kann man einfach mal ein bisschen rumprobieren. Kommt ja auch. Also hat ja mit Komposition zu tun, mit wo die Sachen gut hinpassen. Genau, ja. Dann mache ich hier noch so kleine Elemente, damit es noch ein bisschen mehr Dynamik bekommt. Da kann ich auch mal hinzufügen, die Farbfeder. So. Mit Frau Trufus, aber gestern gab es ein Dinner abends, oder? Mhm, ja. Aha. Ah, der Helme hatte zumindest eins. hat es auf dem Blog beiläufig erwähnt. Ah, okay. So funktioniert's. Wir wissen plastik alle, dass wir Dinner hatten. Bei Sievel, ich habe einfach gesucht, Packaging Deutschland. So, jetzt mache ich schon mal das Textfeld auf der Rückseite, damit sich das hier nicht überschneidet, sonst habe ich ja alles umsonst hingelegt. Genau, da machen wir 100 und... mit einer Kontur und gefüllt mit Weiß, damit alles, was unten drunter liegt, verdeckt ist. So. So, und jetzt lade ich den Text rein. Ein bisschen kleiner machen. 7. Ich gehe schnell auf meinen Monitor. Mhm. Okay, da bin ich in Behance. Und eigentlich habe ich das so gemacht. Da Discover und Search and Explore. Habe ich gesagt, okay, Create a Field, bin zu P runtergegangen, Packaging, und dann habe ich gesagt, ist auch auf der Worldwide-Seite? Ich? Ich
weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Aber nein, ich habe nicht worldwide gemacht. Ich habe gesagt, hey, ich will aus Deutschland jemanden. Deutschland habe ich zuerst mal unter D gesucht, aber das natürlich auf Englisch ist nicht Germany, es ist Germany. Darunter weitergehen, da, Germany, apply und tada! Ah. Yvonne Moser. Oh, das sieht ja cool aus. Reingeguckt. Aha. Auch schönes, elegantes Portfolio hier. Ich kann wieder rauszoomen, warte. Nein, wo war das jetzt? Da. Habe ich gesagt, okay, was macht sie anderes? Oh, mehr Packaging. Super, habe ich super gern die Agentur gesehen. Habe ich gesagt, hey, schreib mir mal E-Mail. Dann habe ich gesagt, okay, senden. Dann was hast du gemacht? Ja, dann. Aber dann hast du noch auf Facebook geschrieben. Ach, ich hatte dir auch auf Facebook geschrieben. Mhm. Doppelt. Wow, das ist ja Stalking. Oder Spam. So, in 5 Minuten mache ich das erste Giveaway von einem Poster, das wir drucken werden, von einer der Arbeiten, die in diesen 3 Tagen hier produziert wurde. Und dieses Poster schicken wir dann den Lucky Winners. Da haben schon so viele. Über 4 pro Tag, das sind... 12 Posters werden wir nach Deutschland schicken. Aber bereits, ich habe wirklich eine schwierige Frage. Aber die kommt nicht von mir, die kommt von der bösen Sinja. Ja. Die Antwort hat 23 Buchstaben. 23? Ja. Okay. Da bin ich mal gespannt. Mhm. So. Die Leute gewöhnen sich schnell auf das Giveaway-Time, ha? Huh? Wann ist denn Giveaway-Time? Also die Pinselvorlagen von Illustrator in Photoshop, das geht nicht so gut, weil die Pinsel in Illustrator sind natürlich Vektordateien. Was du machen könntest, ist einmal mit dem Pinsel in Illustrator klicken, so dass du die Form kriegst und die dann als kopieren und in Photoshop reinpasten und dann in Pixel als Brush oder Pinsel zu benutzen. Mhm. Das geht.
Weil das ist eine total verschiedene Pinselmaschine in Photoshop und Illustrator. Oh, der kleine Teufel von Sinja sieht ja wirklich teuflig aus. Ganzen Text zusammen. Nein, die Bibliothek ist da, glaube ich, nicht kompatibel, weil, wie gesagt, die Pinsel sind komplett total verschieden. Du kannst die Form in die Bibliothek reintun als Objekt und dann aus der Bibliothek dann in ein Photoshop-Dokument reinholen und aus diesem Objekt dann einen Pinsel machen. So, ich mache jetzt die Grafik, die erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also erstmal vier Töpfe aufziehen, weil wir vier Schritte haben. Ups. Ich tue mal ein Nightbot aufwachen. Nein. Genau, wenn ich das hier dupliziert habe, kann ich einfach Apfel-D drücken, dann dupliziert es mir genau in demselben Abstand. Das ist ganz cool. So. Okay, und hier kommt die Frage. Wie gesagt, die Frage kommt von Sinja. Okay, wie heißt das Tool, das ich der Yvonne vor ungefähr 40 Minuten gezeigt habe, um eben um den Pathfinder Zu zu ersetzen, vermeiden genau. oder ersetzen? Das sind 23 Buchstaben, wenn ich mich nicht irre. Nur Deutschland hat so lange Worte. Habe gestern einen Comic gesehen, wo einer sagte: Was, 140 Charakter in Twitter? Das sind ja nur zwei Worte auf Deutsch. Das genügt nicht. Deshalb benutzen die Deutschen nicht Twitter. Weil 140 Weil sie Charakter. nicht schreiben können drin. Ja, aber nein, ich möchte. Wie bitte? Ja. Ah. Na, dieses Mal habe ich auch kontrollieren lassen. Ich habe gesagt, bist du sicher, dass das so heißt? Ja. Paste es mir in den Chat, sodass ich es kopieren und. Ja, Pinsel kann man natürlich auch mit Adobe Capture machen. Und die sind ganz cool. Aber auch in Adobe Capture muss man sagen, der Pinsel geht nach Photoshop oder der Pinsel geht nach Illustrator. Also man kann nicht sagen, dieser Pinsel geht zu Photoshop und Illustrator. Weil eben die Pinselmaschine verschieden ist. Ah, muss erstmal Illustrator auf Deutsch starten. Oh, sind Leute, die das wirklich schreiben? Das ist so süß. Ich dachte immer, alle machen Copy-Paste. Nein, aber alle hat sogar alle Typorin, einen Rechtschreibfehler. Das ist so, guck da. Christian Hausner, ich liebe deine Antwort. Formelerstellung. Zu schnell geschrieben. Aber sind 24 Zeichen? Ah, okay. Ich habe halt blöd gezahlt, denke ich. Okay. Nightbot, wie viele haben geantwortet? Ah, lassen wir es noch über 100 kommen. So.
Man sieht sofort der Unterschied zwischen einer schwierigen Frage und. Na, Illustrator startet nicht mehr langsam. Illustrator startet jetzt so. Boom, Adobe Kedabra. Vielleicht mal speichern. Nein, ist nicht das Shaper-Werkzeug. Was ist denn total unfair? David Block. Was ist jetzt? Ich habe den Gewinner noch nicht gesagt. Was ist da unfair? Ah, 23 sind es. Danke, Guido. Ich kann noch zählen. Okay. Also, Nightbot, gib mir einen Gewinner. Und boom! Jens Friedberger, du hast gewonnen. Du hast ein Poster gewonnen, das werden wir dir in den nächsten Wochen schicken. Aber du musst mich kontaktieren auf Facebook oder Twitter, sodass ich dir die Instruktionen senden kann, sodass wir deine Adresse kriegen und diese ganzen Sachen, sodass wir den Poster abschicken können. Also herzliche Glückwünsche. Das andere. Was ist das andere? Vielleicht war das eine Antwort für etwas anderes. Eine andere Antwort, das andere von Jens Friedberger. Okay, cool. Jens, du hast gewonnen. Kontaktiere mich bitte. Und wir werden dir ein Poster schicken. Glückwunsch. Und danke an alle 105, die die richtige Antwort da rein getan haben. Mhm. So, ich mache jetzt hier eine Schnittmaske, damit ich sie wieder. Ja, genau, the tool formerly known as Pathfinder. Mhm. Ich sag's ja, wenn du anfängst, dieses Tool zu benutzen, dann machst du Pathfinder nie mehr auf. Okay. So, Minze wäre soweit. Fertig. Genau. So, dann machen wir mal Petersilie. Danke Jens, ich habe deinen Twitter, super, und danke für die lieben Worte auf die Sendung. Alle fühlen sich sehr inspiriert. Sehr schön, das freut mich. Ja, Sascha, das Klicken der Maus hat was Meditatives.
und Just Wiesel schläft gerade ein mit dem Emoticon da. Schläft ein. Schläft ein. Also. Schon dann ein Detail rausgenommen, ein Blatt. Mhm. Ah ja. Da. Ganz diszipliniert. Ja, jetzt muss es schnell gehen. Also wir sind noch bis 18 Uhr hier, noch eine Stunde mit Yvonne zusammen. Und dann um 2 Uhr kommt der Heme Ulrich und macht weiter mit seinem InDesign Crash Course. Heute gibt's Feuerwerke mit InDesign. Ja? Ah, du hoffst? Ah, vielleicht auch ein bisschen Musik. Wenn ihr gestern dabei wart, hat der Heme, hast du es gesehen? Ich hab's gesehen, ja. Mit seiner, wie hieß das? Akkordeon. Ah, Schweizer Örgeli. Mit seinem Schweizer Örgeli hat er ein wenig Musik gemacht auf dem Stream. Oh, Susanne Bernhardt sagt, mein 5-jähriger Sohn findet den Stream gerade richtig spannend. Next Generation. Ja. Wow. Immer jünger. Aber Kreativität fängt ja sofort an. Sobald man da geboren ist, muss man kreativ sein. Das nennt man Überleben. Und Kreativität hilft dabei. Ich weiß nicht, ob die GoPro was zeigt. Das gucke ich mal schnell. Nein, die GoPro ist ein wenig weit heute. Ist eigentlich nichts zu sehen mit der GoPro. Yvonne macht alles mit einer Maus und Tastatur. Nö, ist nicht nötig. Nein, nein. Haha. Puri, Gorfs und Kniri forever. Wie hat Yvonne es geschafft, sofort nach dem Studium sich selbstständig zu machen? Das ist eine gute Frage. Mhm. Ja, also ich habe ja schon immer ein bisschen nebenher gefreelanced so. Und ja, allein ist es halt nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man zu sechs ist. Also man teilt ja alle Sorgen, die man hat. Das ist ganz gut, weil manchmal denkt man sich wirklich wegen dem ganzen Bürokratiekram Hilfe. Aber ja, wir haben halt gesagt, wir wollen das machen und dann haben wir uns einfach gegründet. Das Gute war, dass wir gleich einen Büroraum eigentlich dann hatten, der von der Stadt unterstützt wird. Also es ist ein Coworking Space, wo verschiedene Unternehmen drin sind, also Startups. Mhm. Genau, und da hatten wir halt Glück, dass wir da auch quasi reingekommen sind. Und ja, also viel investieren muss man ja nicht außer Zeit und gut das Arbeitsgerät und die Programme. Aber ansonsten hat man jetzt nicht, also die großen Kosten, um anzufangen. Ja, um das hätte ich mir auch gewünscht, wenn ich angefangen, als ich angefangen hatte, ein Coworking Space. Das existierte nicht. Mhm. Muss ich ein Büro mieten. Ja. Also ich habe ein Büro untergemietet mit einem Product Designer. Mhm. Aber ja, weil das ist doch eine Miete, die weggeht. Und Coworking Space ist viel günstiger. Mhm. Und ist auch viel cooler, weil so viele verschiedene Einflüsse auch. Einflüsse, ja. Und, mhm. Und ist, wie sagt man, Finanzberater, ist er auch in der Startup, in diesem Coworking Space? Nee. Also wir haben uns einen Steuerberater dann geholt, weil wir gesagt haben, es ist uns jetzt zu anstrengend, sich da einzuarbeiten und hatten Angst, dass wir irgendwas falsch machen. Genau, und
sonst natürlich auch viel Hilfe bekommen von Verwandten, Bekannten, die sich irgendwie auskennen. Also es ist schon gut, was da zusammenkommt, wenn man 6 Leute ist. Ja, Yvonne ist letzten Sommer mit der Schule, mit dem Studium geendet. Also seit letztem Sommer in der Branche. Oder nein, wann hast du das Studium angefangen? 2012. Seit 2012 in der Branche. Oder vorher schon? Nee, nicht wirklich. Also ich habe schon gezeichnet und so. Aber hobbymäßig und fotografiert und sowas, ja. Ja, Coworking Space ist wirklich cool. Ich gehe manchmal in Coworking Spaces. Da treffe ich auch neue Kreative, die ich auf diese Streams einladen kann oder für die Creative Jams. Ich habe nicht mehr zu Hause im Büro sein möchte, gehe ich in Coworking. So, jetzt benutzen wir wieder das Formerstellungswerkzeug. Ja, dann müsst ihr erst markieren, ne? Ja. So. Boom. Fertig. Schon gemacht. Ja. Aber natürlich in diesem Fall wäre es wahrscheinlich schneller, einfach einen Button zu drücken. Aber bei manchen, ja. Bei manchen Sachen, wo du füllen oder wegnehmen muss, da geht es viel schneller mit der Alt-Taste. So. Jetzt mache ich mir eine neue Zeichenfläche. Yvonne hat Kommunikationsdesign in Würzburg studiert. Ah, Julia hat schon vor der Spekant. Oh, das ist es. So, alles weg. So, jetzt wieder ein paar Farben raussuchen. SBSTNL sagt, hey Yvonne, darf ich dich für YB Design um deine Telefonnummer bitten? E-Mail schicken. Ja, am besten einfach durch die Webseite. Genau, einfach eine E-Mail schicken. Oder ich kann die Telefonnummer mal hier reintippen. Ja, genau. Was ist YB Design? Kennst du das? Mm-mm. YB Design? YB. Nee. Ziemlich viele Agenturen in vielen Ländern, die YB Design heißen.
So, hier kann ich schon mal die Farben anpassen. Das machen wir dann blau. Und die Pflanze. So. Und den Rahmen. Macht schon mal was aus, wenn man die Programme kennt. Das geht alles viel schneller. Ja. Alle diese Sachen da. Layer da, raufziehen, da, da, klicken. Da. Ja, und die ganzen Shortcuts halt, ne? Mhm. Hier können wir jetzt auch wieder kleine Details nehmen, eher rund. Oder vielleicht auch länglich. So. Kleine Stücke gehackte Petersilie. Gerne, gehackte Petersilie. Ah, C. Schmidt, das hat nicht Nightbot geschrieben, das habe ich geschrieben. Und ihr wisst jetzt alle, nach 3 Tagen, dass mein Deutsch nicht so gut ist, um zu wissen, dass Großbuchstaben mit dem SZ geschrieben wird. Boom. Sebastian Zille, du fragst, warum arbeitet sie in RGB? Ah ja. Ich habe in RGB gearbeitet, weil ich die Farben knallig haben wollte. Und bei dem Drucker, wo ich gedruckt habe, der hat gemeint, ich kann es in RGB abgeben. Mhm. Und der wandelt das automatisch dann ja ein bisschen knalliger um. Das ist ein guter Drucker. Ja. Nicht alle Drucker sind wie dein Drucker. Ja, das so, da war ich auch sehr überrascht. Ich bin auch einer, der sagt, RGB, bis man druckt. Ja. CMYK hat auf dem Computer überhaupt nichts zu tun für mich. Ja. Natürlich sind alle Previews, um zu sehen, wie sehen dann die Farben aus in CMYK. Aber wie die Yvonne gerade gesagt hat, ein Drucker ist auch in der Lage, eben die Farben ein wenig zu saturieren, sagt man so, um eben dieses knallige Effekt zu geben. Und ja, RGB. Bis man es druckt. Genau. Ich kann es nochmal schnell zeigen. Warte mal, wie heißt das? Color Sync Utility. Ja. Ich gehe mal schnell auf meinen Monitor rüber, ganz schnell. Okay, also nehmen wir mal ein RGB-Profil. So, siehst du, Yvonne? So sieht dein RGB. Kennst du das schon? Okay, das sind RGB-Farben. Okay? Ja. Und das halte ich jetzt mal als Comparison. Und dadurch ist ein CMYK-Profil rein. Mhm. Puff. Und das ist CMYK. Ja, ja. Okay? Mhm. Und alle diese Farben da, die in der grauen Zone sind,
die sind dann verloren, wenn man in CMYK geht. Okay? Mhm. Ja. Und da kommt man nie wieder zurück zu diesen Farben. Die sind alle weg. Deshalb sage ich immer, arbeitet in AGB so lange ihr könnt. Mhm. Und dann, erst wenn das finale PDF oder das Druckfile gemacht wird, dann wird das alles konvertiert in was der Drucker braucht. Mhm. Ja, und natürlich gibt es dann auch Pantonfarben und so. Mhm. Das wäre vielleicht eine gute Sache für Pantonfarben, dieses Packaging. Da könnte man auf jeden Fall noch was rausholen mit anderen Farben, ja. Das war da mit dem Studiumbudget nicht so möglich, deswegen muss man da noch ein bisschen gucken. Genau, in jedem Programm gibt es dann die Ansicht, um zu sehen, wie es in CMYK aussehen könnte. Mhm. Also ja. Weil das kommt alles noch von den 90er Jahren, wo es eigentlich, wo man musste die Bilder in CMYK in das Layout reinholen und dann zu drucken. Mhm. Also die Raster Image Processors, die RIPs, die konnten das nicht machen. Also diese Konvertierung. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dann mussten wir auch immer like Low Resolution Bilder reinholen, also tiefere Resolutionen in das Layout. Und dann war gerade vor dem Drucken wurden dann diese Tiefresolution Bilder mit der Hochresolution Bildern gewechselt, automatisch. Da musste man immer wieder mal reingucken, damit nicht die falschen Fotos irgendwo reinkamen oder so. Hm. Ah ja, viel Arbeit war das. So. Was meinst du, Sven, da mal Adobe RGB ist größer? Ah, mit als Profil, okay, ja. So, jetzt mache ich wieder eine Schnittmaske. RGB-Dateien sind eigentlich kleiner als CMYK-Dateien. Weil CMYK hat 4 Ebenen von Farben und RGB hat nur 3. Mhm. Deshalb ist es auch ein kleineres File. Ja, Zapgraphic. In den 90er Jahren war das alles verschieden. Was wir in den 90er Jahren machten, ist jetzt in den Geschichtsbüchern. Das dritte lassen wir jetzt mal weg. Wir haben ja noch die anderen. Genau. Und
Jetzt, genau, jetzt wollte ich ja eigentlich so eine Umverpackung hier machen. Ah ja. Also quasi einen Karton. Genau, dazu muss ich jetzt erstmal das Schnittmuster anlegen. Ich nehme dann eine neue Zeichenfläche auf. So. Genau, dann kann ich mich hier orientieren. 1 ist ungefähr 95 Millimeter breit und 180 hoch. So, 90, 180. Das schon mal duplizieren und die Kokosfaser-Erd-Dinger sind jeweils 15 mm breit und das mal 3, 4,5. Also machen wir, würde sagen, 5 Breite. Also ich denke auch, Kathy K., was ist für euch wichtiger, Studium oder Ausbildung oder Talent und praktische Erfahrung? Ich denke auch, wie Nessie, Ausbildung und Talent. Die Ausbildung nur, weil die Ausbildung gibt das kulturelle Background, um zu wissen, was gemacht ist. Einfach wie die Geschichte kennen, oder? Mhm. Weil in den ganzen Kursen erfahrt man auch, wie also Designgeschichte und wenn im Packaging auch, warum Sachen auf irgendeiner Weise gemacht werden sind. Das ist alles Kultur, die dann auch mit der Kreativität und dem Talent zusammen sehr gut funktionieren kann. So, jetzt habe ich hier vorne, hier habe ich hinten, das sind die Seiten, das ist die Lasche oben. Die mache ich jetzt ein bisschen runder, gehe ich auf dieses Eckenwerkzeug, auf Rund, okay, erst anklicken. Hast du diese kleinen Knöpfe nie? Diese kleinen? Ja, diese kleinen Buttons da. Ach so, ja, du. Aber dann, Und du kannst auch selektionieren, welche du machen möchtest. Die und die, okay. Oder ja. Rückgängig, so. Okay. Ja. Genau, das ist die eine Lasche. Dann die Seitenlaschen. Ein bisschen kleiner. So. Und so. Genau, dann brauchen wir noch. Ach, hier oben fehlt der. Nee, doch nicht. Doch, der Deckel fehlt. So. Das hier war 50. Genau, 50 breit. Dann brauchen wir das hier oben ja auch nochmal. Ja, da bin ich auch einverstanden. Daher sollte der Designer und Drucker in einer Hand arbeiten. Absolut. Ich glaube, das ist das Wichtigste, im ganzen Workflow dabei zu sein. Und wenn man mit dem Drucker gute Kontakte hat, dann ist alles viel einfacher, weil der Drucker, also du weißt, was der Drucker sich erwartet. Und der Drucker weiß, wie deine Files sind. Als ich meine Agentur hatte,
hatten meine Kunden Rabatt bei den Druckern, die wussten, dass die Arbeit von mir kam. Weil okay. die PDFs oder das Postscript war immer perfekt. Mussten sie nur einfach machen, okay? Ohne Korrekturen zu machen und so. Und also, aber das kam nur davon, dass ich mit dem Drucker geredet habe. So, das sind die Klebelaschen, also da wird geklebt. Haben wir hier auch noch eine? Total einverstanden, Matthias Welle. Man sollte den ganzen Workflow kennen und die Grundlagen zumindest mal gehört haben. Da zickt so ein komisch. Na, dann nochmal noch. Komisch, ja. Macht nix. Genau, so, jetzt müsste alles da sein. Also unten wird's geklebt. Hier sind die Seiten und hier oben die Laschen. Mal auf die Zeichnung gucken. Naja, genau, das habe ich quasi dahin verschoben. Ja. Das macht jetzt nichts. Okay. So. Und da haben wir jetzt ja drei Sorten drin. Also im Endeffekt, um das Corporate Design zu wahren, bleibt dieser Bereich hier gleich. Also ich nehme das Logo. Genau, und platziere das hier. Und muss jetzt halt die entsprechenden Sorten ergänzen. Also dann nehme ich die zwei und schaue nochmal, welche hier reinpasst. Wahrscheinlich. Also haben wir Minze, Petersilie und Rosmarin. Erstmal so stehen. Aber es sind vier in der Schachtel. Nee, drei. Ah. Ich wollte eigentlich heute noch mal drei neue Sorten machen, aber ich glaube, sonst haut es mit der Zeit nicht hin. Nein. Kein Problem. Ja, my lady Janine, da bin ich einverstanden mit Just Wiesel und Matthias Wille für Logos. Da würde ich auf alle Fälle immer auf Sonderfarben gehen, weil die Sonderfarbe geht gut, wenn du mit wenigen Farben drucken musst, oder die Sonderfarbe, die hat dann auch eine sehr präzise Umwandlung in CMYK, wenn es dann zum CMYK-Druck kommt. Deshalb hat Pantone auch zum Beispiel die CMYK Farbfächer. So. So, jetzt nehme ich mir einfach von allen
Sorten, die wir ausgewählt haben, nehmen Sie die hier weg. Die Elemente raus. Ups. Okay. Die Schnittmaske drin. Die Jula fragt dich, steht hinter deinem Produktdesign auch immer ein ganzer Branding-Prozess? Das kommt immer drauf an. Hier bei denen war es so, dass ich schon versucht habe, es anzugestalten, aber in 4 Wochen, dadurch, dass man so viel mit der Verpackung zu tun hat und es als zum allerersten Mal gemacht habe, kam das immer ein bisschen kurz. Also weil zum Branding gehört ja noch viel mehr. Da gehört dann noch dann die Story, die Philosophie dazu und so weiter. CI-Guide. Aber man könnte auf jeden Fall aus dem Ganzen was weiterentwickeln. Mhm. Also es ist nicht ausgereift, es ist quasi nur die Verpackung, aber das Konzept ist da. Und eine Frage von Karen. Entwickelst du die Maße für die Verpackung immer selber oder sind die auch TLW, was heißt das? Vorgegeben, also... Kommt auch drauf an, also hier habe ich ja das Produkt quasi selber mir ausgedacht und ja, bei dem Ding hier, das ist ja nicht so schwer, das ist ja einfach nur Papier, habe das dann darauf zugeschnitten quasi und bei dem hier, bei dem Karton habe ich es jetzt auch mal demonstriert, wie man es selber macht, ist ja auch nicht so schwierig. Aber es gibt ja auf jeden Fall Templates. Und das kommt auch auf die Kosten an. Da, wieder der Drucker. Genau, ja. Da ging ich meistens zum Drucker, sagte, hey, was hast du schon für Schablone? Sagt, ah, das ist eine coole Form, die möchte ich dann benutzen. Und dann designe ich um eine Schablone, die schon existiert, wenn man sparen muss. Genau. Sonst neue Schablone. Ansonsten, klar, wenn man es selber machen kann, dann macht man es natürlich gerne selber. So, hier verrutscht. So. Ah, teilweise, okay. TLW. Ah, okay. Hier schaue ich jetzt auch wieder, wie es am besten irgendwie zusammengeht. Also die Verpackung wird jetzt natürlich ein bisschen bunter. Mit allen verschiedenen. Genau. Und zeigt ja alle Sorten dann oder 3 ausgewählte Sorten, die man kaufen kann. Benutzt du für Packaging auch gewisse Plugins, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, von Esco Graphics, um die Schachteln sofort zu sehen, wie das aussieht? Nee, ich mache das dann immer selber. Kann ich auch gleich nochmal zeigen. Mit dem 3D extrudieren. Okay. Genau. Und tue mach dann mein eigenes. Zeit haben. Ja, doch, ich glaube, es ist schon. Eben solche Plugins machen das alles automatisch. Das ist natürlich gut, wo alle Sachen sind und dann automatisch in einem Fenster daneben hast du dann, weißt du, wenn du zum Beispiel ein Blatt bewegst da, das hat dann auch einen Effekt auf, wo es sich dann da weiter schneidet und so.
Ja, das ist ja dann wie Smart Objekte. Ja. Das, ja. Die Elina Rehbein fragt dich, findest du, dass Packaging in Deutschland noch einen höheren Stellenwert bekommen sollte? Also es gibt auf jeden Fall Länder, wo Packaging größer geschrieben ist, denke ich. Also wo sehr darauf geachtet wird, dass es ästhetisch ist. Gerade in Skandinavien und so finde ich auf jeden Fall. Japan. Japan, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es wird schon besser gerade. Also man sieht irgendwie immer wieder, auch jetzt in Supermärkten oder so, sieht man schon, dass die Leute sich Mühe geben, ein schönes Packaging zu machen. Ja, geht aber noch mehr auf jeden Fall. Ja, es ist halt eine Kultur des Packagings. Wenn alles nicht gut aussieht, dann ist man halt dran gewöhnt. Und wenn plötzlich einige Sachen anfangen gut auszusehen, dann wird es peinlich für die anderen. Und dann eben fängt die Kultur des Schönen auch in einem Laden an für Packaging. Ja. Ja, Behance ist auch gut, um ein Online-Portfolio zu machen. Das heißt, Adobe Portfolio, Sinja? Adobe Portfolio oder portfolio.adobe.com. Wie heißt das nochmal? Nein. Ah, mein Portfolio, okay. Myportfolio.com. So, tue ich schon hier in die Chat rein. Wie bitte? Ah, okay, cool. Ja, und mit Myportfolio.com, kann man die Sachen, die man auf Behance hat, auswählen und die dann auch auf schöne Weise in das Portfolio reintun. Natürlich ist es myportfolio.com/Name, aber es ist auch sehr, sehr einfach, seinen eigenen URL da rein zu tun. Zum Beispiel portfolio.rufus.com zum Beispiel. Das kann ich dann ändern, wenn ich den Namen irgendwo gekauft habe. Da sind auch ziemlich schöne Portfolios dabei. Die sehen alle gut aus, sind alle optimiert für responsive Design, also auf großen Bildschirmen, kleineren Bildschirmen. Und eben die Integration ist zwischen Behance und Portfolio. Deshalb, wenn die Arbeiten auf Behance sind, die kann man dann auch von Behance rüberholen auf Portfolio. Und das ist natürlich auch Teil der Creative Cloud. Ja, Angela Blank, das stimmt. Es gibt immer mehr deutsche Startups mit innovativen Produkten, die auch schöne Packaging-Designs haben. Weil das ist eben diese neue Sache, wo man sich Gedanken macht über die
Experience vom Kunden. Mhm. Und das geht durch die ganzen Phasen vom Produkt bis zum Image, vom Branding, vom Packaging. Man sagt ja immer dieselben Namen, aber Apple hat das gut geschafft, eben diese Customer Experience zu kreieren mit diesem schönen Packaging, auch wie es angepackt ist und so. Alle diese Gedanken, die sich Leute vorher nicht machen. Und an Sachen, die schön sind, erinnert man sich halt. Stimmt, ja, also die Bildertante sagt, ich denke, das Packaging, das Wichtigste an einem Produkt ist, ich selber muss ja auch gestehen, dass ich oft nach den Verpackungen gehe, bei dem, was ich kaufe. Meistens behält man diese ja auch. Ja, man kann sie auch behalten. Aber das geht auch für Buchumschläge, das geht für die Ikonen von den Apps. Mhm. Ich auch wenn eine App gut ist, habe ich irgendwie Probleme, wenn das Ikonen schlecht designt ist, denke ich mir, dann ist der Rest auch schlecht designt, oder? Mhm. Und vielleicht ist die App doch toll, aber oder das, wie viele Mal habe ich das super Ikon, super Ikon, die App ist super toll, und dann, nein, die App ist nicht toll, aber der Ikon war, ich habe es gekauft. Stimmt, ja. Ja, alles, was nach außen wirkt, halt, das... Hm. Ja. Ich denke, das hat alles mit Gefühlen zu tun. Wie fühle ich mich mit dem Produkt? Wie fühle ich mich mit dem mit der App? Wie fühle ich mich mit dem Buch oder der Zeitschrift? Ja, Liquid Eye, never judge a book by its cover. Das ist easier said than done. Deshalb gibt's ja auch einen Spruch. So. Ja, Quadronet Internetlösungen, deswegen finde ich E-Book nicht schön, kein Feeling mehr. Ja, es kommt alles drauf an. Ich würde mir ein... Gewisse Bücher nehme ich mir als E-Books, weil es macht keinen Sinn, da Papier zu verschwenden. Andere Bücher, die ich in der Zeit behalten möchte, die kaufe ich auf alle Fälle auf Papier. Aber es ist gut, die Wahl zu haben. Ja, ich habe eine super einfache Frage für unseren Kumpel Nightbot parat. Das machen wir gleich. Und wie gesagt, Yvonne, der letzte Tag zusammen hier auf dem Stream. Ja. Wie fühlt man sich da? Erleichtert oder wieder Stockholm-Syndrom? Und was mache ich jetzt? Also wie gesagt, es wurde halt von Tag zu Tag chilliger, also irgendwie cooler, aber auch ein bisschen erleichtert, weil immer vor der Kamera sein ist auch ein bisschen anstrengend. Es ist anstrengend, absolut. Also, wie immer an allen unseren Streams, die letzte Frage wird mit Yvonne zu tun haben und ich möchte, dass ihr im Chat etwas Liebes, der Yvonne sagt. Und der Satz muss natürlich das Wort Yvonne haben. Das ist mein Keyword. Zu den Nightbot schnell aufwachen. Mhm.
Wollen unter Nightbot wird jemanden und dadurch auch ein Spamfilter rein, jemanden auswählen, aus denen die etwas Liebes der Yvonne gesagt haben, um sie zu bedanken, dass sie hier mit uns mitgemacht hat und ihre coole Packagings gezeigt hat. Wir haben, glaube ich, alle was gelernt. Ich hoffe es. So fängt es an. Yvonne, deine Designs sind super schön. Yvonne, du bist großartig. Hast du toll gemacht, Yvonne. Yvonne macht eine super Arbeit. Dann fängt es an, sehr, sehr schnell zu sein. Aber kannst du fühlen, ab vom weiten Deutschland, kannst du die Energie fühlen, all diese Positivität? Alles kommt nach Paris. Yvonne. Oh. So. Ah, da war auch eine längere Sache. Ich finde super, dass du ökologisch inspirierte Design entwickelst. Danke für die Anregung. Yvonne, es war auch ein längerer Satz hier. Yvonne, es ist wundervoll, dass du da warst. Du machst die Welt nicht nur etwas bunter, du hast uns inspiriert. Oh. Lieben Dank dir dafür. Dankeschön. Die Bildertante. So, also, wer gewinnt heute ein Jahr Creative Cloud? Abo. Warten wir noch ein wenig. Ich möchte noch mehr sehen im Chat. Ja. Ja, dann cool, dass du den Schritt zur Selbstständigkeit gewagt hast. Und das gleich nach dem Studium. Hm. Ja, schon, ja. So. Okay, Nightbot. Gib uns einen Gewinner. Bumm. Nisha, du hast gewonnen. Nisha, du musst jetzt in Kontakt mit mir kommen, auf Facebook oder Twitter. Such mich einfach auf und gratuliere. Nisha, du hast ein Jahr Creative Cloud Abo gewonnen. Glückwunsch. Ja. Auch von mir. Bravo, Nisha. So, also hier baue ich gerade die Verpackung. Yay, sagt Nisha. Ganz einfach mit dem 3D-Extrudieren-Tool. Hab dazu Gesundheit. Entschuldigung. Hab dazu einfach das Rechteck hier genommen, also meine Maße. Mhm. Und bin dann hier oben auf Effekt 3D-Extrudieren und abgeflachte Kante. Das kann man hier wieder aufrufen. Und habe hier dann 50 Millimeter Tiefe eingegeben. Genau, dann hat man hier so ein Modell, was man dann im Photoshop laden kann. Oh, du könntest aber auch Symbole machen mit den Kanten. Mhm. Mit jeder Kante ein Symbol und die dann auf das 3D-Box zoomen. Okay, dann kannst du das 3D-Box auch umdrehen. Achso, ich mache das immer im Photoshop. Aha. Ja. In Photoshop ist das eigentlich verzerren. Ja, genau. Ja. Und in diesem Fall, wenn du ein Symbol machst mit einer der Kanten, kannst du die dann auf das Objekt direkt tun. Aber mach's so, wie du es. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, okay, ja. 4 Minuten. 4 Minuten, okay. Na, wer weiß, ob ich das hinkriege. Kannst probieren. So. Schon so wenig Zeit, der Michael ist schon da zurück. So.
Und Nisha, bitte dich mit mir in Kontakt stellen, sodass ich dir sagen kann, was du machen musst, um dein ein Jahr Creative Cloud Abo zu kriegen. Ja, schon bekommen. Ich antworte gleich. Doch, jetzt spinnt's. Aber transparent? Nee, die Box ist aus Karton. Okay. Okay. Und bevor wir der Yvonne auf Wiedersehen sagen, sage ich schnell, was noch vorkommt hier. Es kommt um genau 2 Uhr, kommt der Helme Ulrich zurück mit seinem InDesign Crash Course. Und dann von 16 Uhr bis 18 Uhr haben wir wieder die Lara Wilkin und arbeiten auf einer neuen Bookcover, einer neuen Illustration, die sie auf einen Buchumschlag tun möchte. Und wie gesagt, das ist Tag 3 von einem 3-Tag Livestream hier live aus Paris auf Adobe Live mit dem Thema Grafik und Print Design. Und das ging so gut, ihr seid so cool in dem Chat, ihr habt so viel mitgemacht, dass es uns wirklich die Kraft gibt, hier weiterzumachen und auch neue Streams zu machen in der Zukunft. Also, ja, schon ein cooles Experiment. Mhm. So, das ist jetzt die schnelle Variante. Ja, ja. Mit Verzerren kann ich, also wenn ich gleichzeitig Command drücke und hier verschiebe, dann kann ich das verzerren. Ja. Und kann mir das hier genauso ziehen. Also das ist die schnellere Variante. Wahrscheinlich das, was du gemeint hast, ist natürlich sehr viel schlauer, dass man es dann noch drehen kann. Aber machen wir es noch ein bisschen heller. Genau. 2 Minuten noch. Nein, eine Minute. Eine Minute, aber naja. Mach das letzte, come on. Was wolltest du noch machen? Die Seite. Aber mach die Seite. Jetzt wird's nicht mehr. Hutmacherin, ja, wir haben auf Twitch haben wir ziemlich viel gemacht letztes Jahr, aber natürlich ist Twitch viel mehr auf Gaming und Illustration und so, und wir denken, dass YouTube Live und Facebook Live und eben Adobe Live, das ist alles viel, viel einfacher und da sehen es auch viel, viel mehr Leute. Twitch ist schon ein wenig geschlossener als Community. Okay, Yvonne, was kann ich sagen? Danke, dass du mit uns warst und es war super toll. Ja, danke, dass richtige ich da Überraschung bin. Zu sehen, wie du arbeitest. War wirklich, wirklich super interessant. Ein großes Danke an die Yvonne. Danke und fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 5 Minuten mit Helme, Ulrich und Sinja. Tschüss. Tschüss.